Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen das neue Call of Duty Modern Warfare 2. Ja, Call of Duty Modern Warfare, das war das allererste Spiel, was ich mir auf Steam geholt habe. Und damals, kann ich mich noch erinnern, Steam war da mehr so ein ja, Übel, was halt mit dazu kam, bis es dann zu der größten Spielbibliothek wurde. Und ja, dachte ich, spiele ich natürlich auch das allerneueste Call of Duty. Die anderen Call of Duties habe ich auch gespielt, vor allem wegen der Kampagne. Und da fand ich die Kampagne immer am geilsten. Ich bin jetzt nicht so der Multiplayer-Spieler gewesen von Call of Duty, eher die Kampagne und deren krassen Inszenierungen teilweise. Von daher, ich bin jetzt nicht der perfekte Shooter-Spieler. Aber da also da keine Perfektion. Bei mir sowieso generell in allem nicht. Aber Hauptsache, wir haben Spaß und ja. Wir spielen das Ganze in 4K, 60 FPS, wobei das Spiel weit über 60 FPS momentan hat. Gespielt mit einer RTX 4090. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein als Soldat. Und schauen uns mal, was uns das erwartet. Shadow 1 ist feuerbereit. Wir verlieren hier Zeit. Verstanden, Grace. Moment. Laswell, haben wir Bestätigung? Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. Ah, sieht natürlich schon mal wieder geil da aus mit der RTX. Passt genau. Jetzt drauf da, finden wir heraus, was der mitten im Nirgendwo vorhat. Ja, Sekunde. Ich will mal gerade mal die Umgebung hier anschauen. Ah, sehr geil. Ah, ich denke, ich komme da wieder schnell rein in Call of Duty. Ist im Visier. Was siehst du? Komm. Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Korbani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Korbani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Bewaffnete Eskorte um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für sie sein. Also ich bin mal gespannt, wie abgedreht die Kampagne wieder werden wird. Ich meine, wir sind bei Call of Duty ja schon in Saal und so, Scherze. Ich sehe General Kobrani. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden, Freigabe. Schickt sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Rakete bereit zum sofortigen Abschuss. Bereit halten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. 2, 1, go! Rakete ist unterwegs. Ach, geil. Wir dürfen da selber die Rakete da steuern. Geil. Kurs überprüfen, Shadow 1. Kurs ist gut, Shadow 1. Das ist das richtige Fenster. Check, komm schon bei. Okay, gleich gibt's ein Feuerwerk hier unten. 5 Sekunden. Eliminierung in 3. Holy shit. Verdammte Scheiße. Das war schon das Feuerwerk. Treffer. Ziel zerstört. Und damit herzlich willkommen zu Modern Warfare 2. Herein. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick. Sind wir im Krieg? Das wüssten Sie bereits, Sir. Stimmt ganz genau. Was haben wir? Wir haben etwas zu Gorbranis Stellvertreter. Hassan Ziani, die Kutz-Brigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Er ist gefährlich, Sir. Er will Vergeltung für den Gorbrani-Anschlag. Er plant etwas. Wir haben keinen Zugriff im Iran.
Er ist nicht im Iran, Sir. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Hölle sucht er in Al-Masra? Nur einen Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns. Wann? Was sagt Ihre Uhr? Wen schicken wir? Start in 5 Minuten. Roger. Die Marines laden jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Doug McTavish. Holen wir uns diese Bastarde, LT. Das wird klasse. Ach du Scheiße. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten 3 Gebäude. Vielleicht ist Major Hassan da drin. Ghost und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt 2 Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo-Team, sichert und durchsucht Gebäude 1 und 2. Alpha-Team, Gebäude 3. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein Verhör. Eine Sache noch. Major Hassan ist Al-Katalas Rückgrat. Sie würden ihr Leben für ihn geben. Viel Erfolg. Bravo-Team geht hier raus. Alpha-Team bleibt an Bord, landet weiter weg. Beide Teams treffen sich in der Mitte. Denkt daran, wir wollen Hassan lebend. Nur im Notfall töten. Beeilung! So, und jetzt geht's zum allerersten Mal hier richtig los. Razor 1, Bravo-Einheit abgeguckt. Auf zur Sekundärhilfe. Ah, schönes Gefühl, wieder da zu sein. Achtung, Razor 1 ist erfasst. Stehen unter Beschuss. Beschuss! Täuschkörper! Scheiße, das war knapp. Zweite Rakete! Oh, der zweite, glaube ich, trifft. Razor 1 wird auf! Ja, ich hab's mir schon so gedacht. Das wäre ja nicht der Mob, wenn ihr alle selber freilauft. Alpha, Lagerbericht. Alpha, komm! Sie aber auch keinen im Haus. Kritische Treffer! Scheiße, wir stehen unter direktem Beschuss! Alpha, wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten! Ghost, wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle, verstanden? Ja, toll, die laufen ja gar nicht mit. Bleib dann los. Habt ihr? Ja, danke. Ich glaube, da müssen wir mal die Waffe wechseln hier. Zum Gebäude vorrücken. Dieter hat jetzt leider nicht sehr viel von der Grafik gebracht. Dem es jetzt hier dunkel ist, aber ich glaube, das kommt dann noch. Ach krass, hat einfach mal einen Hammer mit. Durchsuchen! Ich bin schneller wie du. Ja komm, lauf! Erdgeschoss gesichert, keine Spur von Hassan. Verstanden, erster Stock gesichert. Roger! Was, erster Stock gesichert? Eine andere Waffe für das. Ja, am liebsten bin ich eigentlich Sniper. Das macht irgendwie am meisten Spaß. An alle Bravos. Treffen muss man halt nur noch. An alle Einheiten. Absturzstelle unter Raketenbeschuss aus Gebäude 2. Alpha, wir nehmen uns Gebäude 2 vor. Durchhalten. Ja, Moment. Bin unterwegs. Mit Raketen da hinschießen. Das ist schmerzbefreit. 80 drunter.
Arschloch! 7-1 geht rein. Zweites Gebäude jetzt. Oh, boah, scheiße. Sorry, Ghost. Ich war nicht klar, dass du da von hinten reinkommst. 7-1 wird vor den ersten Stock. Sie sind hier oben. Oh, fuck. Bin getroffen! Und gute Nacht. Mit Nachtsicht unterwegs. Mist. Sehr gut. Da ist einer im Flur. Ghost. Arschloch. Feindlicher Raketenwerfer ausgeschaltet. Alles klar. Gut gemacht. Sieht aber nicht so gut aus da drüben. Oh, nice. Man kann doch die Türen durchschließen. Sicherlich nicht. Ghost, Gebäude 2 gesichert. Roger, auf zur Absturzstelle. Hab hier drin ein Video von Hassan. Hassan ist ihr Held. Die brauchen einen neuen Helden. Keine Propaganda hier. Alles in Ordnung? Ja, die Platte hat's aufgehalten. Haben die Alpha abgeschossen? Ei. Jetzt können wir die Absturzstelle sichern. Alle Bravos draußen sammeln. Ghost, Soap. Alcatala hat heftiges Zeug. Soap? Wir helfen den Verletzten an der Absturzstelle. Der Rest von euch bleibt hier und gibt uns Deckung. Roger. Alpha 02 hier, Bravo 07. Gebäude 2 gesichert. Wir stoßen zu euch. Alpha hat verstanden. Rechnet mit Kontakt. Alcatala erwartet uns. Verbündete! Du das Annäherungsmine. Fünf sind tot, einer verwundet. Wie kann ich die... Ich habe meine Waffe und Munition. Rechnet an. Ja, gleich. Okay, dann hätten wir hier mal ein paar Minen platziert. Siehst du was? Adaptivität. Ja. Angriff! Über der Mauer! Recht gehabt, Lieutenant. Oh, holy shit! Hoch mit der Waffe! Meine Waffe ist schnell. Sie kommen näher. Das ist mir gerade ein bisschen zu nah, liebe Leute. Was? Ah, scheiße. Ich hab doch extra da Minen rausgemacht. Und ihr lauft nicht rein. Aber nicht sehr nett. Noch einer hier. Da! Was ist das? Fürs Erste. Die Baumgrenze im Auge behalten. Sie bewegen sich noch da draußen. 7-6 brauche luftnah Unterstützung auf die Baumreihe. Wird erledigt. Ja, das finde ich eine ganz gute Idee. In Position, Männer. Das war's noch nicht. 07, nice. Luftunterstützung Munition. In 3 Minuten. Verstanden. Was? 3 Minuten? Okay, das heißt jetzt 3 Minuten Vollgas hier. Luftnah Unterstützung kommt. Hey, da ist Rauch an der ja, Baumreihe. Geil. Ich sehe nichts. Scheiß. Das wird sich gleich ändern. Beschuss! In Deckung! Abschuss bestätigt. Am Boden! Er ist tot. Weiter kämpfen! Er kommt bestimmt nicht hier von hinten rein. Oh, was zum... Mach sie fertig! Ah, noch von hinten? Wie wär's, wenn ihr da von unten mal unterstützen würdet? Da hinten ist noch ein Arschloch. Hä? Ich glaub, das war's. Alles ruhig. Alles gut, ja, so. Das ist kein gutes Zeichen. Alles gut. 2-3 ist getroffen. Er ist tot. 7-2, ich brauch dich hier oben. Schon unterwegs. Ghost, wir sollten zum Gebäude zurück. Negativ.
Wir halten die Position oder rücken vor. Hassan ist noch da draußen. 7-6. Funk die Luft. Ja, aber was an. Verstanden. Macht das für einen Sinn, dass wir hier drin bleiben? 7, hier Kilo 01. Beschuss in einer Minute. Kilo 01 feuert auf alles vor unserer Position. Cool. Nahfeuer freigegeben. Roger. Scheiße, was jetzt? Lieutenant, gepanzerte Fahrzeuge. Insgesamt 4. Spart Munition und lasst sie näher kommen. Da kommen sie. Zum Angriff bereithalten. Bereit sie nieder. Ja, toll. Nice. Ah, fuck. Luftunterstützung. Nice. Vielen Dank. 01, das waren saubere Treffer. Was ist das? Das will ich doch hoffen. Alles sicher. Kilo 01, keine Bewegung im Umfeld. Danke für die Hilfe. Verstanden, 7-6. Kilo 01, geh in Bereitschaft. 7-6, schickt einen Vogel für Verwundeten-Evakuierung. Roger. Hi. Ja, wir haben ja noch das dritte Gebäude. Alpha, du kommst mit uns. Verstanden, Lieutenant. Los, Bewegung. Diese Jetzt, ich muss mal ganz kurz einen Cut für euch machen. Ich bin gleich wieder da. So, da, und da bin ich wieder. Schnelles Gangen. Die sind gut gerüstet und ausgebildet. Danke, Hassan. Ei, du hast wohl recht, Lieutenant. Ob Hassan noch hier ist? Der Absturz war ihre Chance. Mal sehen, ob sie sie genutzt haben. Okay. Position. Haltet sie in Reserve. Wir gehen rein. Roger. Sichtkontakt bei Gebäude 3. Das ist unser Ziel. Hassan könnte da drin sein. Fuck. Mann am Boden. Oh, fuck. Scharfschütze auf dem Dach. Runter. Na toll, mit dem Gras sehe ich nichts. Soap, schalte den Schützen aus. Alle anderen unten bleiben, bis es sicher ist. Verluste? 7-5 am Boden. Nice. Geier Idiot. Scharfschütze tot. Alcatala hat Nachsicht. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Mehr Scharfschützen auf dem Dach. Schalte sie aus. Ich versuch's. Noch ein. Guter Schuss. Gib uns Deckungshaub. Rücken vor. Oh, jetzt ist der Handelschein. Sie verschanzt. Sie überwachen was richtig Großes. Wir werden hier draußen aufgerieben. Ohne Luft kommen wir hier nicht durch. Ich gebe ja schon mal Bestes. Ghost, wir wissen nicht, ob Hassan da drin ist. Wir haben keine Wahl. Ach doch, ich sehe nichts mehr. Gebäude 7-6, aber zerstör es nicht. Kilo 01, weitere Beschuss auf das Gebäude vor uns an. Nicht einstürzen lassen. 7-6, verstanden, wir fliegen los. Auch doch eigentlich ganz gut. Aber hoffentlich bringst du das jetzt wirklich nicht zum Einsturz hier. Nice. Okay, jetzt geht's ab mit dem Hubschrauber. Ja, so viel zum Thema nicht einstürzen. Okay, wo sind nicht der Rest der Gruppen? Ich bin der Einzige, der so aktiv gewesen ist. Oh ja. Mehrere Stücke tun sie auch noch. Das erleichtert die Suche. An alle Bravos, vorrücken und das Gebäude sichern. Soap, rein da. Finden wir Hassan, tot oder lebendig. Ah, bin mal gespannt, was hier noch alles über ist. Da war so aus, als... Hier nimmer viel gut. 7-1, gehe rein.
Ja? Oh, fuck. Verdammt. Ah, das habe ich zu spät gesehen. Okay, wir können es warten. Wir müssen Hassan identifizieren. Bedrohung eliminiert. Sieht irgendwer Hassan? Negativ, keine Spur von Hassan. Negativ, HRZ nicht in Sicht. Negativ, hier ist nichts von Hassan zu sehen. Okay, das haben sie ganz schön zugeballert hier. Ich bin hinter dir. Müssen hier die Treppe nach oben? Nein, das ist er nicht. Brücke vor, Erdgeschoss. Alter! Unterwegs in den ersten Stock. Brücke vor zum ersten Stock. Das ist bestimmt wieder so ein Notebook mit dem Video drauf. Oder so. Ja, kann man machen. Zwei Ziele. Nicht besser. Ausschalten. Ich will das Video gar nicht anhören. Hassan ist überall. Überall, nur hier nicht. Oh. Shit, übersehen. Hier überall rum. Okay, einmal durchladen. Ziel eliminiert. Noch einer. Er war hier. Das ist eine verdammte Kommandozentrale. Sieh dich um, Soap. Oh, schau, nice. Da, Hassans Uniform. Also war er hier. Haben ihn beim Sichern der Absturzstelle verloren. Soll das heißen, wir hätten nicht helfen sollen? Entscheidungen haben Folgen. An alle Bravos, hier draußen tut sich was. Bin unterwegs. An alle Bravos, draußen sammeln. Jetzt Überraschung von draußen. Wenn Hassan weg ist, was zur Hölle beschützen sie dann noch? Finden wir es heraus. Abzielanzeigen. Ah, okay, hier dahin. Was haben wir? Ein Lagerhaus. Rolltor ist offen. Hab dringend was gehört. Verstanden. Sichern wir es. Ah, fuck. Habe Kontakt! Arsch. Fuck. Nein, scheiße. Die haben das Tor wieder zugemacht. Kontakt! Das ist ein Panzer hier. Und gerade der nächste hinterher. Okay, diesmal läuft es besser hier. Noch jemanden? Scheiße, andere Waffe. Auch eine andere Waffe. Beziehungsweise, sag mal, handelt so Granaten. Wo ist die normale Granaten hin? War's das? Ja, und genau, sicher. Jetzt geht's natürlich wieder auf, ist ja klar. Finden wir raus, was sie verbergen. Alcatala hat ja krasse Ausrüstung. Erstmal ne. Über dieses Lagerhaus gab es keine Infos. Okay, haben wir hier was? Müssen wir mal rein. Ich will aber jetzt erstmal nach oben schauen. Gucken, was da ist. Überprüft den Container. Ja, gleich. Nichts Interessantes. Okay, gehen wir wieder nach unten.
Und? Ist er da drin? Was verdammt ist das? Alles auf Englisch. Heilige Scheiße. Ballistische Raketen. Ein mobiler Werfer. Die fliegen 1000 Meilen. Locker. Wie kommt der Iran denn an solche Technik? 7-6. Verbinde uns mit Laswell. Roger, Moment. Bravo 7-6. Charlie an Watcher 1. Bitte komm. Hier, Watcher 1. Ich höre. Laswell, hier Ghost. Wir haben etwas. Hoffentlich ist das Hassan. Ghost. Sieh dir das an. Oha. Amerikanisch. Ghost, habt ihr Hassan? Negativ. Hier ist ein Waffenlager. Hassan hat Raketen. Amerikanische. 07, hier Gold Eagle. Wiederholen Sie das. Ich wiederhole. Hassan hat amerikanische Raketen. Okay, alle raus. Heute noch, wenn ich bitten darf. Raus! Der Iran hat jetzt Raketen amerikanischer Bauart. Amerikanische Waffen in Al-Katalas Händen. Hassan verteilt einfach so unsere Marschflugkörper wie Bonbons an Halloween. Und wir kriegen das nicht mit? Gibt dem Iran glaubhafte Abstreitbarkeit. Abstreitbarkeit am Arsch, das ist die Handschrift vom Iran. Und ich will wissen, wie viele sie haben und wo sie einsetzen wollen. Wenn Hassan Raketen verschiebt, dann mit einem Partner. Nun, dann wäre es vielleicht klug zu wissen, wer das ist. Mein Team braucht 2 Stunden für die Raketen, Sir. Dann kenne ich jeden, der sie jemals berührt hat. Negativ. Sie werden zerstört. General, das sind wertvolle Daten. Das ist ein Geheimdienstversagen, Laswell. Es wird kein taktisches werden. Da werden 500 feindliche Soldaten vor Ort sein, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben keine Zeit. Gold Eagle hier an Ghost. Evakuieren und Beschuss anfordern. Diese Waffen werden zerstört. Alles klar, Kommando. Amsterdam. Was zur Hölle hat Amsterdam damit zu tun? Ein Umschlagplatz für Schmuggler. Häfen und Kanäle sind ungesichert. Der Iran hat dort Freunde. Und wir auch. Wen? Den Captain. Er verfolgt eine Al-Katala-Zelle in diesem Moment. Und ich dachte, sie bringt mir heute nur schlechte Nachrichten. Ich kontaktiere ihn und kümmere mich darum, Sir. Kate Laswell wieder im Einsatz? Ich will das vom Tisch. Ohne Fehler. Sehe ich genauso. Kate, ich will den Kerl mit Schleifchen als Geschenk verpackt. Und bis dahin bleibt das unter uns. Natürlich, Sir. Bist du da? Knapp 1 Stunde. Wo bist du jetzt? Kanal. Unter einer Brücke. Beobachte ein Al-Katala-Boot. Befördert es einen Raketencontainer? Negativ. Das hier nicht. Hoffentlich führt es uns zu dem mit der Ladung. Ich melde mich. Gas. Alles klar? Bereit, Captain. Folgen wir ihm. Das wurde in Position. Okay, John. Was hast du? Al-Katala belädt hier ein Frachtboot. Das ist das Ziel. Geht an Bord und findet raus, mit wem sie arbeiten. Roger. Das Gelände wird bewacht. Ja, hier sind Leute wachen an den Docks. Ihr müsst sie beseitigen und euch zum Boot begeben. An die Arbeit jetzt. Ende. Okay, trennen wir uns. Ich übernehme draußen. Du sicherst die Docks. Schön leise. Wir treffen uns beim Boot. Check. Dann los, Cap. Ja, aber das Ganze machen wir nicht mehr in dieser Episode, sondern in der nächsten. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und bis bald. Tschüss.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.